Und jetzt macht die Renate kurz ein bisschen Musik. Hallo, also ich bin die Renate aus Landshut. Ich habe den ganzen Corona-Wahnsinn in Gstanzl verpackt. Selber gemacht die natürlich. Und die darf ich euch jetzt vortragen. Liebe Leute, entschuldigt, dass ich hier sing und ein paar Sachen zur Ansprache bring. Doch letztes Jahr musste ich recht schmerzlich kapieren, mit viel Angst und viel Panik wollen sie uns jetzt besser regieren. Die ganze Welt spielt verrückt wegen die Viren. Jeder tut nur noch Hände waschen und alles desinfizieren. Die Haut wird schuppig, das Immunsystem zerstört. Und auf namhafte Mediziner wird er schon lang nicht mehr gehört. Im Winter war im Krankenhaus schon immer mehr los. Wir haben all die Jahre ohne Lockdown geschafft, frage mich bloß. Seit Corona gibt's nicht mehr Kranke, aber ein PCR-Test. Und dazu nicht geben wir alles, wir jetzt ja, das steht fest. Mit der Maskenpflicht und Abstand halten, werden's bloß überall die Menschheit spalten. Der eine mag das vermummen, der andere sieht's gar nicht ein. Machst nicht mit, kriegst der Straf, das nenn ich Tyrannei. Ah, jeder hat Angst vom anderen und sperrt sie ein. Lauft da draußen freiwillig mit Masken rum, das kann doch nicht sein. Derweil ist erwiesen, der Lappen hat gar keinen Effekt, weil die Viren hupfen durch die Poren, Mensch, der Maulkorb muss weg. Die jungen Leute werden eingesperrt, die alten isoliert. Die Kinder geben's dann die Schuld, wenn die Oma mit 105 Jahren stirbt. Sie sagen, es ist alles für Gesundheit und Solidarität. Zwangstests und Zwangsimpfung werden unsere neue Normalität. Heidenhaft sterben darf man halt nur noch mit Covid. Ja, positiv getestet bringt heute einen besonderen Profit. Die RKI-Daten sagen, das Virus ist wie der Grip. Ja, vielleicht gibt irgendeiner unserer Merkel mal den Tipp. Ich muss mich grad wundern, was überall los ist. Wenig Menschen trauen sich auf Mucke, aber eins weiß ich ganz gewiss. Milliardenhilfen vom, ja, wir sollen prallen. Die sogenannte Krise werden wir heute schon selber bezahlen. Leute mit einer kritischen Meinung werden erst ignoriert, dann öffentlich als Gefährder diskreditiert, als Terroristen hingestellt vom gottgleichen Söder. Da fragt sie nicht bloß unser Herrgott, ja Söder, geht's denn noch blöder? Die RNA-Impfung wollen sie am liebsten alle aufzwingen. Der Wähler weiß nicht, ob sie überhaupt was dort bringen. Selbst der Pfizer-Chef ist wegen seinem Chemiezeugs auf dem Rückzugsmarsch. Ja, steckt euch doch eure Impfung bitte recht schön in den. Danke. Die Nachrichten, wenn's da einschaltet, das fällt echt gar nicht aus. Obwohl es längst vorbei ist, schwören sie jetzt eine richtige Dauerwelle herauf. Weil die Leute sollen lieber Angst und keine Meinung kriegen. Und so können sie uns halt noch viel besser.
unsere lieben Pflegeleute, wird Bacher und fleißig klatscht. Nur danach auf dem Lohnzettel werden's der Reihe noch abgewatscht. Dafür schießen die Impfzentren wie Schwammerl aus dem Boden. 140 Euro für einen Pix tut sich halt für manche schon lohn. Es ist echt erschreckend, was hier alles passiert. Ja, die Gehirnwäsche hat bisher gut funktioniert. Doch irgendwann werden alle Leute endlich aufwachen und den ganzen Schmarrn einfach nimmer mitmachen. Und wir bleiben auf der Straße, bis alle kapieren, dass das alles nichts zum Tun hat mit irgendwelchen Viren. Wir demonstrieren einfach weiter und sagen unser Gesicht, weil macht man Lüge zur Wahrheit, dann wird Widerstand zur Pflicht. Und zum Schluss wünsche ich euch Gottes Segen, dass der Fall nicht verhältnismäßig ist, kann man immer besser singen. Aber solange die Medien die Wahrheit nicht singen, werden wir mit viel mehrer Leid immer und überall aufschlagen. Danke, Renate. Was meint er? Einer geht noch? Einer noch? Liebe Leute, entschuldigt, dass ich noch mal ein bisschen singe und eine kleine Zugabe bringe. Lassen wir uns nicht mehr länger spalten, gehen wir uns heute wieder tant. Einigkeit und Recht und Freiheit für dieses wunderschöne Land. Dankeschön. Dankeschön.